Jetzt verpisst er sich. Jetzt verpisst er sich. Das gibt's nicht. Selbst die rennen weg. So, jetzt hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu H1Z1. Alter, bist du immer noch in der Stadt unterwegs? Ja, ich bin noch unterwegs. Schön. Ich bin hier auch noch unterwegs. Ich habe nicht mehr viel, um mich hier zu bandagieren. Ich habe nur noch eine Bandage. Das ist nicht gut. Auf jeden Fall, ich bin hier immer noch auf der Straße unterwegs. Oder an der Straße unterwegs und versuche mal zu dir aufzuschließen. Ach, ist das schön. Was zu essen? Mal kurz looten. Autos, also alles, was so auf dem Weg ist, gucke ich mal rein. Und alles andere, was nicht auf dem Weg ist, logischerweise, lasse ich mal aus. Weißt du, was ich. Das Einzige, was ich hier nicht so schön finde an dem Game, sieht alles gleich aus. Ja, das ist so ein Problemchen, aber was willst du machen? Das ist so USA-Style, ganz klar, sieht man ja relativ deutlich. Ja. Und es ist halt einfach weitläufig, sehr weitläufig und man findet sich. Da vorne, das ist so ein Alibi-Häuschen. Was war das gerade? So. 34% nur noch an Health. Ich würde sagen, hier kommt gerade kein Zombie. Dann hau ich mir mal ein paar Telefone hinters Gebiss. Ein paar Telefone hinters Gebiss? Ja, Blackberries. Ja, da musst du erstmal drüber nachdenken. So, das Schöne ist. Health 91, wieso habe ich den Schaden bekommen? Ist mir etwa zu kalt? So, das muss erstmal reichen. Hier ist auch alles so neblig, ne? Ja, jetzt ist es richtig neblig, ja, das stimmt. So, hier hat jemand so ein kleines Fachwerkhäuschen gebaut. Beziehungsweise versucht. Versucht sein Fachwerkhäuschen zu bauen. Ja, hat aber leider irgendwie vergessen, die Wände dran zu machen. Ja, das ist schlecht. Ja. Aber es steht. Na, mein. Ist das eben eine Karte? Nee, ist keine Karte. Ja, wir müssen hier. Ich muss hier gerade mal ein bisschen gucken, ob wir vielleicht mal irgendwann. Schöne Auswahl an Karte haben, dass ich mal gucken kann, wo ich denn hier bin. Genau. Wenn du da eine Karte findest, dann sag Bescheid, dann suche ich auch eine. Und können wir mal schauen, wie weit du könntest ja mal parallel eine suchen. Ginge natürlich auch. Weil wenn ich dann an einer bin und du an keiner, wird's blöd. Das ist richtig. Ja, da vorne sieht's aus, als könnte eine sein. Okay. So, ich guck mal hier das Wrack wieder durch. Glaube ich hier. Ja, hier war ich schon mal. Ah, nein. Gut, ich suche jetzt mal eine Karte. Mhm. Oh, die Außenansicht. Sieht ein bisschen schicker aus. Ja, da ist eine Karte. Hast du eine? Nee. Weiß auch ehrlich gesagt nicht. Was die richtige Richtung super. Ist. Das ist so eine blöde kleine Karte. Roxy, ich bin hier. Ah, guck mal, wo bist du? In Pleasant Valley? Valley, ja, genau. Super, dann muss ich jetzt hier. Super, perfekt. Ich bin kurz. Ich bin fast da. Okay, dann gehe ich wieder zurück. Ich bin gerade an dieser Kreuzung vom Lochner Highway und Governor Way. Okay. Also, ich komme vom Süden. Vom Süden. Guck mal, ob du da vom Süden irgendwo zufällig ein Ding hast. Kann es sein, dass du mir gerade entgegenkommst? Nee. Nee, ich bin gerade in eine kurz kleine Kabine rein. Nee, das ist auch ein Zombie. Hier unten ist so eine Farm, vielleicht ist da irgendwas. Also ich finde hier jetzt leider keine Karte. Ja! Ja! Was dann? Reißt ja und dann antwortest du nicht. Ich hab gerade ein Tierchen, also klingt jetzt ein bisschen makaber, ne? Aber ich hab gerade so ein Rehkuh erledigt. Hör auf.
Aber ich kann nichts mit der machen. Ich habe eine Machete. Verdammt. Das macht natürlich Sinn. Die wäre ganz praktisch. Ich habe jetzt erstmal meine Taschenlampe fallen lassen. Und ich habe eine ein Maschinengewehr hier. Geil, mit Munition. Weiß ich noch nicht. Nein. Das ist immer natürlich noch schon. Ja, wobei, was war die andere Waffe, die du hast? Eine Rifle, also eine Sniper. Eine Sniper, genau. Ja. Dann würde ich empfehlen, nimm du am besten das Maschinengewehr mal mit. Und du hast die Sniper? Ich habe auch eine Sniper dabei, die heißt Hunting Rifle. Ja genau, die habe ich auch. Ja. 308. Weil macht keinen Sinn, wenn wir beide auf Sniper gehen und dann im Nahkampf irgendwann mal irgendwie uns battlen müssen. Dann droppe ich das mal. So, im Regen kann man auch gut essen, finde ich. Ich habe jetzt eine Machete mitgenommen. Sehr gut. Die könntest du dann nachher vielleicht mir geben, wenn wir uns treffen. Weil ich habe bisher nur diesen Hammer. Ich blute schon wieder. Bitte? Ich blute schon wieder. Jetzt muss ich meinen letzten hier Bandagen. Genau, muss ich jetzt benutzen, ja. Scheiße. Das ist natürlich nicht gut. Wieso? Ich nehme gerade irgendwie vom Trinken her nicht ab. Ist bei mir auch so, also ist relativ wenig. Hat der gerade Angst, dass er trinken muss von diesem verseuchten Wasser? Weiß ich nicht. Hier, ich bin in der Main Street. Sehr gut, ja. Dann lauf die mal Richtung Süden weiter. Da kommst du zwar aus der Stadt eventuell raus. Central aber Avenue? Dann, bitte? Central Avenue? Was geht das? Nee. Oh, hier ist so ein Caravan-Treff. Versuch mal zu mir zu kommen. Lauf mal die Main Street südlich runter. Ja, das Problem ist, ich weiß ja nicht, wo Süden ist. Da wo die Sonne. Guck mal nach oben. Oder schreib mal den Finger nach oben. Je nachdem, wo da hinten Wind herkommt, ne? Nein, du musst doch irgendwo eine Map haben. Ich bin leider gar nichts im Moment. Ich hab mal wieder ein bisschen an. Oder weißt du was, dann komm ich weiter in die Main. Dann lauf ich mal weiter. Ja, versuch auf die Main Street zu kommen. Ich lauf jetzt auf die Main Street lang. Weil. Dann gehen wir halt nachher, guck mal nachher hier schnell vorbei. Weil das ist echt eine große. Musst du irgendwie berghoch oder bergab laufen gerade? Gleich kurz ein bisschen. Berghoch oder bergab? Berghoch. Aber vergiss es mal, ich bin jetzt quasi da. Ich sehe hier einen Wasserturm. Ich nicht. Ich sehe aber ganz viel Wasser. Vom Himmel fallen. Okay, aber regnet? Bei mir regnet es ja, ja. Okay, bei mir nicht. Muss dann auch so einen leichten Linksbogen aus meiner Sicht, da bin ich jetzt gerade. Das heißt, aus deiner Sicht, wenn du in die Richtung aus der Stadt rausläufst, müsstest du danach so auch so einen leichten Rechtsbogen kommen. So, jetzt regnet es bei mir auch nicht mehr. Okay, ganz viele Autos. Ich geh mal wieder ein bisschen abseits. Ich lauf gerade von hier weg. Wobei, ich sehe hier keine Zombies. Warte mal, du bist einen Bogen gelaufen? Ich lauf jetzt so einen Bogen, ja. So einen leichten. Linksbogen? Ja. Ich glaube, ich bin hinter dir, Mann. Kann ja gar nicht sein. Du bist doch schon in der Stadt drin, hast du gesagt. Achso, du bist noch nicht in der Stadt. Ich dachte, du wärst jetzt auch in der Stadt. Nee. Ach so. Hier sind aber ganz, ganz viele Autos. Na komm. Ich such doch mal. Das klingt immer so sehr so vertrauenserweckend, wenn dann so plötzlich neben dir immer so. Ja, sehr vertrauenserweckend. Schön. Hier konnte ich nicht hoch. Also nichts drin. Suchen wir natürlich auch wieder einen Ort aus unter diesen blöden Karawans, ne? Hauptsache laut. Unauffällig, was ist das? Gut. So, aber wir müssen uns jetzt gleich gefunden haben. Und so wie wir uns jetzt inzwischen eingespielt haben, habe ich da das Gefühl. Das könnte was werden heute. Wir könnten wirklich mal ein bisschen noch überleben.
Die ersten Folgen waren ja eher so ein bisschen rantasten, gucken, was passiert hier überhaupt, wie geht das Ganze vonstatten. Aber hätte ich nicht hier professionell über ein Auto gestiegen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so ziemlich an der Stadtgrenze sein. Ja, was heißt schwierig? Ist nicht. Ich finde es jetzt nicht schwierig. Ich finde es jetzt halt eher. Der erste Schritt. Ja, mal reinkommen und gucken, was so ist, ne? Aber genau. Warum gucke ich hier alle Autos durch? Ich wette, weil ich, wenn ich jetzt die letzten zwei Autos noch links liegen lasse, da ist bestimmt was drin. 100 Pro. Aber man sucht sich hier echt zu Tode, ne? Ja. Aber ich frage mich, wie lange diese Apokalypse schon ist. Denn die Autos sehen ja jetzt nicht so aus, als wären sie gestern erst abgestellt worden, ne? Ja, und die meisten sind ja auch einfach nur kaputt. Ich weiß ja nicht, wie das passieren kann. Das ist einfach. Na, aber auch wenn ich mir so das Optische von denen gebe, ne? Und schon wieder. Schnell weg. So. Oh, wow, 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 wow. Jetzt habe ich ein Problem hier. Du bist immer noch nicht am. Du bist noch nicht am Bluten, oder? Nee, Gott sei Dank nicht. Okay. Ich lauf jetzt, müsste ich so ziemlich in das Dorf reinkommen. Okay. Hier ist noch eine große. Du hast gesagt, du bist auf der Main Street, ne? Ich komme von der Main Street. Da muss ich. So, hier ist der Ortseingang von Pleasant Valley. Also es kann eigentlich, es können nur zwei Ecken sein. Entweder du läufst gerade weg. Ah. Nee, bei mir ist gerade alles eben. Okay. Dann müsste ich dir jetzt eigentlich entgegenlaufen, weil das ist die Main Street. Hier sind viele Zombies. Ja. Also viele. Ein paar. Ich hätte mir mal merken sollen, wo ich die Sniper gelassen habe. Wieso? Die haben wir ja. Oh, siehst du das gerade? Ja, Broadcast from a Cycle Makers. We prepare was? Patch für ja, 3 PM. Patch for 3 PM. Das sei mir so ein bisschen so. Ich laufe hier immer noch auf der Main Street. Also leck mich am Arsch, sind hier viele Zombies. Ja, dann bist du richtig. Ich laufe mittig auf der Main Street. Gott, das wäre nicht so wirklich alles. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir aus der Stadt rauskommen. Ich glaube, hier ist übrigens Police Hauptquartier. Läufst du da vorne? Ich habe eine Machete in der Hand hier. Wisst ihr? Ja. You will give a 15-minute warning before we start. Alter, wie viele Zombies! Sind die denn jetzt alle hergekrochen hier? Ich möchte jetzt halt aneinander vorbeirennen, ne? Das kann passieren. Hier ist eine riesen Uhr, sieht aus wie Big Ben. Okay, nee. Hast du die schon gesehen? Nein. Flamed. Tankstelle. Wasserturm. Wasserturm. Alter, hier habe ich 4 Zombies. Oh, das ist ordentlich. Oh, 60 bis 90 Minuten Downloadzeit, das ist gut. Ordentlich, ja. Aber gut, das war ja zu erwarten, dass hier am Anfang. Jetzt komme ich an eine Stelle, wo es berghoch geht. Aus meiner Sicht. Hast du eine Taschenlampe an? Nein, ich habe die schon weggeworfen. Sonst hier läuft einer mit Taschenlampe. Nee, sonst hätte ich keinen Platz gehabt. Der läuft dieselbe Richtung wie ich. Okay. Ja, die kommen ja aus den Läden gekrochen hier wie die letzten. Ja. Ich habe jetzt eine Stelle, wo hoch geht. Hm. Da bist du schon durch, oder? Ja, ich bin mitten in der Stadt, also. Bist du mal irgendwann auf eine Seitenstraße kurz ausgewichen? Nein, ich bin echt auf der Main Street. Das ist komisch. Ich laufe jetzt hier nochmal hoch, guck, ist hier irgendwo, jetzt regnet es bei mir kurz. Ja, bei mir auch. Ja. Kein Problem, Digga. Und jetzt gehe ich ein bisschen außerhalb. Also ich bin jetzt hier echt mitten auf der Main Street. Hm. Ich guck mal, ob hier noch zufällig irgendwas ist. Pacific Time. Ja. Das müsste jetzt aber dann bald sein. Nee, stimmt gar nicht. Nein. Das ist noch dauert. Das dauert noch. Ja. Haben wir noch
Zeit. 3 a.m. Pacific Time, das wird so irgendwann bei uns Nachmittag sein. Früher Nachmittag. Ja. Also ich bin jetzt hier mitten auf der Kreuzung vor einer Brücke. Mitten auf der Kreuzung vor einer Brücke. Ecke Main Street, Central Avenue. Alter, der will mich unbedingt töten hier, ne? Läuft mir schon den ganzen Tag hinterher. Der Zombie? Ja. Boah, leckliche Arsch, sind so viele Zombies. Haha. Oder lass doch, siehst du den Wasserturm? Warte, ich will nur mal schnell hier den Zombie erledigen. Können wir weitermachen. Ja, dann lass uns am Wasserturm treffen, das ist so ein markanter Punkt hier, finde ich. Okay. Wasserturm, Wasserturm, Wasserturm. Wo ist der Wasserturm? Wo war der Wasserturm? Nördlich von der Tankstelle. Haha, danke. Würde gern geschehen. Ist immer gut, wenn man einen Scout hat, ne? Ach, Wasserturm. Bist du da gerade? Ja, Zombie. Ich bin halt die ganze Zeit in Bewegung um den Wasserturm herum. Ich sehe dich. Du siehst mich, wo bist du? Wo bist denn du? Ich bin hier am Wasserturm direkt, hinterm Zombie. Hinterm Zombie? Oder welchen Zombie war denn da? Oder warst du da doch nicht? Ich bin direkt am Wasserturm. Ich auch. Ah, da. Grüß dich, wie geht's dir? Gut. Hallo. Hi, Freddy. Sollten wir vielleicht unterlassen, während die Zombies hier rumstehen, ne? Boah, wow. Der macht leider friendly. Komm schon! Nimm die Arme runter, Kollege! Warum nimmt er die nicht runter? Jetzt! Komm mal her, warte, ich will mal gucken, ob ich dich töten kann. Vergiss es! Alter, hör auf jetzt! Passiert was? Treffen tust du zumindest mal nicht. Du auch nicht. Also bei mir sieht's aus, als hinter dir! Zombies, ganz viele. So, jetzt müssen wir uns hier erstmal ein Fleckchen finden. Ja. Moderate Bleeding, doch, ich bin getroffen. Irgendwie. Echt? Ja. Oh, das tut mir leid. Wir müssen jetzt mal gucken, wo wir uns hier verkriechen können mal. Oh, guck mal, da ein Hirsch. Hallo, Hirsch. Komm her, Hirsch, wir wollen nicht essen. Also ich habe jetzt im Moment ein bisschen Probleme mit Wasser. Bei Regen. Ernsthaft? Nee. Ja, so 30% habe ich noch. Also, ja gut, das reicht ja noch. Das geht noch ein bisschen. Zur Not, ich habe eine Flasche. Oh, guck mal, da oben haben sie was gebaut, wie das aussieht. Komm, gehen wir jetzt da rein. Okay. Dass wir da mal kurz Ruhe haben. Und dass wir uns mal kurz ein bisschen ausrüsten können. Ins Auto? Das geht noch nicht. Oh. Ja, ach, guck mal. Ah, okay, guck mal. Das Ding ist zu. Ja, mit dem Code gesichert. Okay, ich glaube, ich habe gerade hier irgendwas abgekriegt. Moderate Bleeding. Ich werde mir mal eine Binde umhauen. So. Habt ihr noch Wasser? Gut. Willst du mir mal deine Machete oder was du da hast? Du hattest ja irgendwas. Ja. Abgeben. Kann ich gleich machen. Warte mal. Oh, der Mond geht unter, es wird jetzt auch bald wieder Tag. Hoffentlich. Nochmal schnell was trinken. So, wir haben uns endlich geschafft, uns zu finden. Wunderbar. Deshalb jetzt kann der richtige Kampf ums Überleben beginnen. So, warte. Ich würde sagen, wir versuchen uns hier bald mal. Also ich droppe jetzt die Machete. Mhm. Okay. Ich habe auch noch wirklich hier Empty Bottle gedroppt. Na gut, die Empty Bottle brauche ich nicht. In dem Fall droppe ich mal den Hammer. Nehme ich den Hammer. So, Machete. Ich
glaube, wir dürfen auch nicht ineinander reinrennen. Das gibt uns auch Schaden. Kann sein. Und jetzt so hier. Ich weiß nicht besser, aber die Machete ist schon ein bisschen besser, glaube ich, als der. Wie war das? Cool! So, ich würde sagen, jetzt in Schutze der Dunkelheit gehen wir einfach mal auf Suche. Nach was? Nach Essen und allem. Ich habe auch nur noch 28% Energie, das ist das Problem. Ja, du musst dir die Blackberries da schnappen. Wo hast du die denn? Diese Büsche hier. Die hier, wo ich jetzt gerade drin stehe. Okay. Wenn du da E drückst. Bis nach drüber zu kommen. Leertaste gedrückt halten quasi dann springen. Dann steht aber irgendwie nicht mehr. E gedrückt halten oder E drücken immer wieder, dann sammelt der die auf. Ah, gut. Nee, da will einer. So, ich würde sagen, aber jetzt wo wir uns gefunden haben. Können wir mal kurz das Folgenpäuschen machen und dann... Oh, guck mal, da oben ist wieder ein Zombie. Können wir uns dann in der nächsten Folge... Wo müssen wir jetzt hin? Ach, da. Dann machen wir uns in der nächsten Folge auf den Weg zum Survival, liebe Freunde. Ich bedanke mich oder wir bedanken uns beim Zuschauen und bis übermorgen. Haut rein. Ciao. Tschüss.